Kabumm! Hier knallt es eigentlich schon genug. Da brauche ich nicht noch ein paar Pyrotechniker, die mit ihrem Feuer rumspielen. Servus. Hauptsache, für sowas haben wir Zeit. Hallo. Das ist wertvoll. Sturmgewehr. Ja, gut. Sturmgewehr habe ich jetzt nicht wirklich. Vido, guck wenigstens da. Nee, nicht Vido. Alter. Vido, hören Sie auf, sich hinter diesen Männern zu verstecken. Kämpfen Sie! Bom. Miranda, das ist nicht lustig. Das ist so schön, dass die KI hier von den Compadres ein bisschen tougher ist wie die aus dem ersten Teil. Boah, das ging mir so auf den Sack. Ja. Noch jemand ohne Fahrschein? Ich habe genug Munition. Und ja, ich glaube mittlerweile, ich habe mich falsch entschieden. Da hätte ich, glaube ich, eher die Crew nehmen müssen. Schon allein wegen den ganzen abtrünnigen Punkten. Aber gut, okay. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich werde damit leben. Ob sie mir jetzt nur gefällt oder nicht. Und dafür werden wir auf jeden Fall jetzt Vido platt machen. Okay, raffiniertes Palladium nehmen wir mit. Firestorm. Das sieht interessant aus. Erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffen jetzt. Shepard. Oh. Und. Mach sie fertig! Ah, cool, das ist eine schwere Waffe. Oh, wie cool ist das denn? Jetzt habe ich einen Flammen. Zeit, dass du hier einen Flammentod kriegst. Oh, oh. Der Flammenwerfer war keine gute Idee. Feinde vor uns. Gute Nacht. Okay. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aussetzen. Flammenwert. Sagen wir so. Es geht definitiv besser, aber für einen mit so wenig Schild derzeit wie ich, ist der Flammenwerfer, glaube ich, keine so gute Wahl. Obwohl es lustig war. Das muss man natürlich auch sagen. Shepard. Haben wir da nicht noch was Besseres? Wir haben den Granatwerfer, wir haben den Raketenwerfer, ja? Was ist das? M490 Blackstorm. Die Blackstorm, allgemein als schwarzes Lochgewehr, bekannt, umschließt Materiepartikel innerhalb eines leistungsstarken Feldes zur Massenvergrößerung, wodurch sie nahezu unendlich viel Masse erhalten. Dadurch wird eine Gravitationssingularität erzeugt, die Feinde und Objekte in der Nähe kurzzeitig anzieht. Die rasch ansteigende Gravitation beim Annähern an die Singularität zerreißt die Objekte. Das Masseneffektfeld bricht nach kurzer Zeit zusammen und wird mit einer gewaltigen Explosion wieder zur normalen Masse. Bogenprojektor. Der Bogenprojektor ionisiert Ziele mit einem unsichtbaren Laser und bereitet damit einen Starkstromangriff vor. Wenn der blitzähnliche Einschlag das erste Ziel trifft, markiert das ultramoderne automatische Zielsuchsystem mit dem Ionisierungslaser weitere Ziele, wodurch der Strom den Weg des geringsten Widerstands gehen kann und in einen Lichtbogen auf sie überspringt. Einige Male den Abzug betätigt und schon erliegt ein ganzes feindliches Einsatzteam den Elektroschocks. Ich würde ja sagen, das klingt auch ganz vielversprechend. Ich probiere das Ding mal. Die Frage ist natürlich, wie viel Munition wir haben für das Teil.
5. Ich probiere es mal aus. Ich bin so frei und sage, ich werde es testen. Und zwar an diesem Knaben hier. Ich jage hier alles in die Luft. Feinde von rechts. So. Ja. Wo ist der Knabe? Der schreit hier rum, als wäre der hier. War vielleicht keine so gute Idee. Okay. Alter. Das ist allerdings uncool. Miranda. Achtung! Miranda, würdest du bitte, bitte nicht dahin gehen? Alter, wo muss ich denn hin? Die sind hier ja überall. Sonst noch wer ohne Fahrschein. Oh. Oh. Nein. Wenn es trifft, macht es Schaden. Ah, weg mit dir. Es macht auf jeden Fall Spaß. Was haben wir denn da? Munition. Bergen 6000. Credits, die nimmt man gerne mit. Ich nehme sowas gerne mit. Können diese Feuersbrunst bitte mal aufhören? Bergen. Credits nehme ich immer gerne mit. Oh oh. Da und da. Was haben wir denn hier? Nix. Wie es scheint, ist hier nix. Ist wieder dieser blöde Tank. Der nervt so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Haben wir hier noch was? Irgendwas Schönes? Nein? Dankeschön. Der Tank, der Tank. Schubidubidubdubdu.
Pete, bitte. Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das ist nicht. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Sahid, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Alter. Was war das denn bitte? Missionszusammenfassung. Die Raffinerie von Eldfell Aschland auf Soja ist zerstört. Das gesamte Personal gefallen. Lecko funny, hä? Wirft eine Sprenggranate, die beim Aufprall explodiert und Flammenwellen in alle Richtungen ausstrahlt. Der Feuerschaden wirkt selbst gegen Panzerung. Das ist auf jeden Fall geil. Neues Outfit für Said freigeschaltet, den Firestorm Upgrade und 39.000 Credits. Damit lässt sich doch leben. Nur mit dem gesamten Personal, was da draufgegangen ist, nicht so geil. Das trifft's wahrscheinlich am ehesten. Ja. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Möchte die Crew mit mir reden? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wie geht's der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Auf Wiedersehen. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ungelesene Nachrichten. Ohne Thema. Fehler, ungültiger Absender. Hey Shepard, habe gehört, ich muss Ihnen danken, dass ich von der Purgatory entkommen bin. Wollten mich zwar wieder festnehmen, aber die Durchsuchung nach Waffen war nicht gründlich genug. Dafür werde ich Ihnen mein nächstes Opfer Ihren Namen statt meinen schneiden. Gibt's jemanden, den Sie umnieten wollen? Trotzdem, Sie haben auf meinem Weg nach draußen auf mich geschossen. Und deswegen muss ich Sie umbringen. Sie kennen das ja alles. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du zulässt, dass dich einer verletzt, kommt er auf dumme Gedanken. Also solltest du ihm eine Nachricht schicken. Und genau das mache ich gerade. Man sieht sich. Die Leute, die hier wohnen, kommen zurück. Showtime. Halten Sie nach Ihrem Namen Ausschau. Ich sorge dafür, dass Sie ihn früher finden, als ich Sie. So. Billy. Muss man den kennen? Wo ist denn Edi? Ich würde ganz gerne mit der lieben Edi reden. Hadley, ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Hallo Edi. Ja, Shepard? Reden wir über sie. Ich möchte mehr über sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Ihr Name. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Sehr gesprächig. Sie und Joker. Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Norman die bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Offenstehende Luftschleusen? Ja, nee, ist klar. Ihr Aufenthaltsort. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Bluebox hinter der Krankenstation. Okay. Ihr Job? Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Weitere Funktionen? Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Cyberkrieg? Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen.